Und jetzt willkommen zurück zu Thronebreaker, wo wir im letzten Mal ziemlich an einem ganz schön unpassenden Kampf rumgeeiert haben. Versuchen wir es deswegen jetzt nochmal. Vielleicht haben wir jetzt einen besseren Plan, schauen wir mal. Aber wie ich letztes Mal schon sagte, dieses Deck ist godlike. Meiner Ansicht nach, weil es irgendwie kaum sinnvolle Mittel und Wege gibt, da irgendwas gegen zu machen. So, ich habe ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel, was vielleicht eine interessante Karte ist, ist der falsche Florin. Da können wir halt, nachdem wir eine Einheit gespielt haben, die dazu bringen, die gegnerischen Neckar auszuschalten. Zum Beispiel die Sensencampen bieten sich da relativ gut an, weil wir die relativ schnell aufwaffen könnten noch zusätzlich. Von daher versuchen wir mal was. Ansonsten Streitwagen und Streunerer-Schleudern haben wir schon gesehen, dass das eine relativ gute Kombination war. Ryla ist, finde ich, auch noch gut genug, sie zu behalten, weil sie noch eine zusätzliche Karte ausspielt mit ihrem Befehl. Ah, ich vermisse allerdings nicht. Kavallerie auch nicht unbedingt. Drei Schleuderer. Können wir alle unsere Probleme durch Schleuderer lösen? Ich fürchte nicht, weil die auch nur zwei Schaden machen. Brauchen halt, die müssen wir halt im Verbund mit unserer Anführerfähigkeit einsetzen oder mit Streitwagen. Schätzliches Gastron ist mittlerweile zu schlecht. Noch einen zweiten Streitwagen, yay! Streitwagen ist eine von den Karten, die ich noch zusätzlich angefertigt habe, weil das ziemlich gefühlt eine der wenigen Karten war, die sich da beim letzten Mal gut bewiesen haben. Als Streitwagen am Zug Anfang spielen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Dann, wenn er seinen zweiten Necker spielt, Anführer benutzen und Streunerschleuderer und die Necker ausschalten. Das lief ja noch einigermaßen. Konnte mir die Neckerflut noch so ein bisschen eingrenzen. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, ist, dass bei dem Todeswunsch wir immer die Neckar getroffen haben, obwohl wir auch genauso gut Neckar-Krieger hätten treffen können. Fand ich ein bisschen, ehrlich gesagt, fand ich das ein bisschen überraschend. Bei allen von den Einsätzen, die wir damit hatten. Weiß nicht, ob das präferiert die Nahkampfreihe trifft, oder ob das wirklich zufällig ist und wir zweimal nur genau das richtige Ziel getroffen haben. Naja, schauen wir mal. So, jedenfalls, wir wollten jetzt wieder Schleuderer benutzen, oder? Erstmal die beiden manuell verschieben. Waffen damit hier den Herrn Gascon, den wir noch im Deck haben, auch wenn wir den jetzt gerade nicht mehr vorhanden haben. Das ist nur ein Einsatz von Rayla entfernt, theoretisch, falls wir noch ein paar Punkte brauchen sollten. So. Dann jetzt wieder Rivian Breitschwert. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Ja, diesmal haben wir mal nicht getroffen, also ist anscheinend doch zufällig. Naja, okay. So, und jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir der Neckarplage nicht weiter her werden. Ich kann aber versuchen, die alle in eine Reihe zu verschieben. Dann vielleicht später mit denen fertig. Die Gegner wahrscheinlich dann einfach bloß passen. Wenn jetzt aber auch noch nicht passen. Und ich dann nicht, was wir jetzt sonst noch als Option haben. Für Florin haben, wo haben wir auch zu viele Gegner noch auf dem Feld. Noch wieder einen Streitwagen spielen und hoffen, dass der Streitwagen die richtigen Ziele trifft. Das wäre vielleicht noch ein Plan. Bis ich den nächste Runde einsetzen kann, sind da noch drei weitere Neckar und dann, wenn es erstmal drei Neckar sind, ist auch relativ egal. Ja? Also, ob es dann drei oder 300 sind. Ja, passen kann ich jetzt aber noch nicht. Von daher gucken wir mal noch ein bisschen weiter und schauen, was passiert. Ob ich da irgendwas Gutes und dabei rauskommt, aber. Können wir wahrscheinlich jetzt passen. Nicht.
Dann werde ich jetzt passen. Irgendwann wird der Gegner nochmal seine Wölfe spielen und muss ich auch mal Drommel einsetzen. Ach, deshalb darf die Gelegenheit da nicht verpassen. Natürlich kommt dann noch. Ich mach's kurz und schmerzhaft. Oh nein. So. Ich würde vorschlagen, wir benutzen erst Neves Fähigkeit. Warte. Relating, please wait. Ihr könnt entweder die Necker hinten ausschalten mit Mewe, dann flutet die erste Reihe sich trotzdem. Ja. Alternativ könnte ich mit Mewe die erste Reihe auf 3 bringen und die da hinten mit den Streunerschleudern in die erste Reihe verschieben, damit da irgendwann auch einfach mal nichts mehr generiert wird. Ich halte, glaube ich, zweiteres für die bessere Idee. Machen. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Allerdings ist die Reihe jetzt komplett voll, von daher kann ich mit einer weiteren Karte kann ich jetzt einfach von Punkten her drüber gehen. Da kommt jetzt nächste Runde nichts mehr, weil hier schon 9 in einer Reihe liegen. Ich jetzt nichts von Zerstöre oder sowas. Relativ egal, was da genau jetzt liegt. So genau, muss nur darauf achten, dass ich genug Punkte habe. Das ist nicht das Einzige, auf das ich achten muss. Aber mit 8 Punkten sollte es reichen. Kommen keine weiteren Effekte, die noch anlaufen. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. So. Wir sind alle noch bei der gleichen Anzahl von Karten. Bewegen wir wieder ich kann nicht mehr. Wollten wir aber hinkriegen. Warum liegen da jetzt nur 2 Einheiten? Das heißt, das kann ich aus Versehen das falsche Ziel treffen. So, das ist ein bisschen Verschwendung, aber wir machen es trotzdem. So. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Und noch ein von. So, jetzt können wir mal unseren falschen Florin zum Einsatz bringen. Jetzt wird jetzt ein bisschen rumduelliert. Ich mache dann zuerst 9 Schaden. Das Ding müsste eigentlich sterben, bevor das Angriff macht. Ich muss sagen, ich habe Duellieren nicht oft genug eingesetzt, aber ich werde das jetzt mal mit meinem Streunerschleuder hier benutzen.
Ja. Wiedersehen. Mehr? Nicht? Oh, das tut mir aber schrecklichst leid. So. Was willst du von mir? Ein Schneider. Ich nicht? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ja, ja, ich weiß schon, du willst noch mehr Neckar haben. So, wenn ich die Jungs wieder mit meinen Streunerschleudern kaputt mache, habe ich eine Chance von 1/3 plus 2x 1/3, also ein bisschen mehr als 50%, dass der Neckar getroffen ist, dass sie den Neckar-Treffer von ausschalten. Die sichere Wahl wäre einfach die lyrische Aberläste zu zücken und hier das Ding kaputt zu machen, auch wenn das mehr Schaden macht, als ich dafür brauche, aber besser so als das Ding lebt, ne? Ich brauche ein Ziel. Ja, wenn ihr mit deinen Leitwölfen kommt, ist eine relativ Wumpe, mein Freund. Ich werde mir halt irgendwann überlegen, das den einem Bär zu machen oder den da drüben. Aber lässt er da noch Vorteile wegen Loyal und so? Ich will auch den Lucian Sensen Camping jetzt spielen. Nochmal. Mein Geist ist willig, ja. Aber diese blöden Stiefel. Ich hab die alle eine unterschiedliche Anzahl von Lebenspunkten. Ich weiß nicht, ob er noch mehr Neckar hat. Vielleicht hätte ich es mir aufheben sollen, aber ich habe, wenn noch einer kommt, noch Chancen, vielleicht Infanterie und so auszuschalten. Genug geredet. Zieh deine Waffe. Ja, den Ghoul würde ich eigentlich auch gerne zerstören, wenn das irgendwie möglich ist. Karela, gucken wir erstmal, was du noch für Optionen uns anbietest. Oh. Ich könnte mit Verbund aus Streuner-Kavallerie und meinem Streuner-Schleuder könnte ich zu 100% den Neckar ausschalten. Werde ich das auch, denke ich mal, machen. Ich hoffe, dass der Schaden ausgeteilt wird, bevor der Verstärkung ruft. Da bin ich mir nämlich nicht 100%ig sicher. Jetzt trotzdem meine Infanterie zerstören. Je größer, desto leichter zu treffen. Na gut, es hat den Neckar zerstört. Bisschen überdimensionierte Antwort, aber ich hasse die Viecher. Wird mir keinen Schaden zufügen. Überrascht mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Gut, dann verwandeln wir jetzt irgendwas in Bären. Scheiße, Modo, Leute. Ja, schafft der Gegner so mal, dass alle seine Einheiten eine unterschiedliche Anzahl von Lebenspunkten haben. Deswegen bin ich kein großer Freund von dem Rivian-Breitschwert, ja, aber. Einzig, was mehrere hat, wenn ich das richtig sehe, ist 8. So. Bin ich mal gespannt, wie du mit der letzten Karte noch die Punkte hinkriegst. Okay, nach Anpassung nur für diesen einen Kampf haben wir den Kampf dann doch noch gewonnen, ey. Großartig. Warte, die Schwarzgürtel rücken aus dem Süden vor, Befestigung an der Grenze sind in Velkart und Lutin schon gefallen und ich hoffe, wir setzen alles andere auf ihrem Weg in Brand. Nimm alles Wertvolle, was ihr habt und gebt Mutter von Rosberg zu Onkel, dort werdet ihr am sichersten sein. Ich weiß schon, was du jetzt denkst, du hast 60 Jahre und 7 Kriege hinter dir, aber jetzt noch nichts Neues. Ist es aber, Papa, du musst unbedingt glauben, ich flehe dich an, dein Keller.
irgendwas bauen, habe ich gehört. Ja, das wollte ich sowieso. Aber kein weiteres Geld für noch weitere Anpassungen. So, die Frage ist, ob ich das wieder umbauen will, weil das war jetzt halt nur speziell auf diesen einen Kampf zugeschnitten. Ja, eigentlich würde ich schon gerne wieder das zu was Normalerem umbauen, um ehrlich zu sein. Ich meine, dieses Deck hat halt auch was, ist halt nur darauf ausgelegt, möglichst schnell Sachen zu zerstören. Zumindest den Florin will ich, glaube ich, wieder austauschen. Gegen D-Bombe. Ich bin zur Zeit nicht von der D-Bombe überzeugt. Nein. Ist ja zumindest noch keinen Kampf gehabt, wo ich gesagt hätte, yo, jetzt müssen wir hier mal. Dann lassen wir nochmal drin. Wir probieren das Deck jetzt nochmal weiter, so wie es jetzt ist, aus. Wenn wir wieder auf eine Mauer stoßen, dann können wir immer noch Sachen umstellen. Hat jemand Nemoy gesehen? Er sollte aus Eichenfurt eintreffen. Vor 3 Tagen. Hat jemand Nemoy gesehen? Er sollte aus Ak- Hat jemand Nemoy gesehen? Ich habe Nemoy nicht gesehen. Right. Hoher Alter, ein Reiserkaufmann, dem ich dazu eingeladen, einen Blick auf seine Waren zu werfen und würde seine Vorräte möglichst gerne loswerden und einen beträchtlichen Rabatt anbieten. Ich habe zurzeit zu viel Holz, möchte er vielleicht was von uns kaufen? Hey, cool. So, was erwartet uns denn hier? Die Lyrier erreichten eine alte, halb verdorrte Buche. Ihr Stamm ragte über dicken Wurzeln auf und war über und über mit beschrifteten Zetteln und Papiernotizen übersät. Rundherum standen zahlreiche Reisende, barfüßige Flüchtlinge, hagere Pilger, fahrende Händler mit bewaffneten Eskorten und gehetzt wirkende Männer mit dem verhärmten Blick von Deserteuren. Die Wandererbuche, sagte Ryler. Reisende tauschen hier Neuigkeiten aus. Vielleicht können wir etwas über unseren Feind erfahren. Oder dem Feind ein klares Bild von uns geben, unterbrach Gascon. Nilfgaardische Spione schwärmen sicher um diesen Baum wie Fliegen um die Scheiße. Das ist, wenn wir nur einen Speer losschicken und nicht unsere ganzen Leute. Mewe wollte vorsichtig vorgehen. Sie lagerte auf einer Lichtung in der Nähe und sandte einen als Händler getarnten Späher, um die Wandererbuche auszukundschaften. Die Stunden vergingen, doch der Soldat meldete sich nicht. Götter verdammt! Knurrte die Königin. Renna, schickt Männer, um ihn zu suchen. Die Lyrier fanden die Leiche des Spähers im Wald in der Nähe der Wandererbuche. Er wies eindeutige Anzeichen von Folter auf. Mewe konnte nur hoffen, dass er seinen Peinigern nicht alles verraten hatte. Läuft. Leute im Krummhorn halten es angeblich mit den Skoyatell. Und das ganz offen. Albeson geht schon an der kaiserlichen Leine. Der Krieg ist vorbei. Das steht fest. Leute im Krummhorn halten es angeblich mit den Ja, die Leute in Krummhorn, ganz, ganz schlimme Leute, halten es mit den Skoyatell. Ja, hier könnten wir wieder unsere Moral aufbessern. Aber wie ich schon mal gesagt habe, gegen die Skoyatell ist das gefühlt kein Segen. Raben folgen jeder Armee. Raben und Monster. Ich habe noch einen Scheffel Korn zu Hause versteckt. Nur traue ich mich nicht hin. Ob sie fort sind? Ich habe noch einen Scheffel Korn zu Hause ver... Ob sie fort sind? Also wenn das die Monster bei dem Haus da hinten waren, dann ja, die sind fort. Weil das eine ganz schwere Geburt war da mit den Monstern. Sobald Mewe die Grenze zu Edirn überschritten hatte, wollte sie sich mit der schwarzen Ryla zusammensetzen
um die weitere Reise zu planen. Denn Raila kannte jeden Pfad in dem Königreich. Auch jene, die auf keiner Karte verzeichnet waren. Doch dann hörten sie Schreie zwischen den Zelten. Ein letztes Mal. Als ranghöherer Offizier befehle ich dir, den Ausbildungsplatz zu verlassen. Sonst... Sonst was? Zwingst du mich als Strafe, Liegestütze zu machen? Was geht hier vor? Euer Gnaden, ich wollte die Pause nutzen, die Rekruten zu trainieren und ihnen zeigen... Wie man geht. Manövriert, Gascon. Ein großer Unterschied. Soldaten müssen in perfekter Ordnung über das Schlachtfeld ziehen. Sonst zerbricht ihre Formation. Der Feind stürmt unsere Reihen und schlachtet unsere Armee ab. Da liegt der Hund begraben, Renner. Armee. Das hier ist keine Armee, das sind Partisanen. Wenn wir uns nicht der Verzweiflung anpassen, sondern dem Kodex der Offiziersakademie folgen, verlieren wir. Fallen stellen, Spuren verwischen. Das sollten wir die Jungs lehren. Nicht marschieren im Gleichtakt. Von wegen. Kämpfende Einheiten müssen diszipliniert sein. Sonst sind Taktik und Planung unmöglich. Soldaten müssen gehorchen. Bitte, Leute, beruhigt euch mal, ne? Da sind wir uns einig. Und da ich hier die Befehle gebe, seid ihr jetzt beide still. Sofort. Und tragt eure Streitigkeiten gefälligst nicht mehr vor den Männern aus. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir können nicht alles auf einmal tun. Bereitet eure Pläne für die Ausbildung der Rekruten vor. Dann wähle ich einen davon aus. Klar? Dann an die Arbeit. Da hat sie nicht unrecht. Letztes, was wir brauchen, ist einen Streit vor den Soldaten auszutragen. So, gut. Anmachung. Die Bewohner von Brumfell wird hiermit befohlen, das Dorf vor Anbruch der Nacht zu räumen. Wer nicht nachkommt, wird aufs Schwerste bestraft. Heil Kerser, Herzog Adal Habdai, Großkanzlerkommandant der Herzgruppe Ost. Jetzt gibt es nur noch Asche. Mochte der Kaiser den Hafer nicht? Die Schwarzkittel haben die Monster mitgebracht. Bestimmt! Majestät, ich flehe euch an, nehmt mich in eure Reihen auf. Hier erwarten mich nur Hunger und Tod. Und jetzt ist es, dass es daran lag, dass der Kaiser den Hafer nicht mochte. Also mag einfach Nordlinge nicht, besonders. So, von Rätsel hier, kein normaler Kampf. Ja, dann hatte es sich gediegen gelebt, wie man in Häusern sah. Keramiköfen, Eichenbohlen, exotische Wandbänge aus Sirkanien, nur lag alles in Schutt und Asche. Monster setzten die führenden Einwohner. Ich töte alle Gegner. Wo ist einer noch im Friedhof? Ja, bessere Einheiten, die rechten. Okay. Und? So, dann kann ich die stärkste Einheit zerstören. Das wird ein feiner, tiefer Grab. Mund halten und buddeln. Ich brauche 3 Eimernägel. Oh, der kriegt jetzt nichts mehr. Die Frage ist, ich habe keine Ahnung, wie das sich verbessert. Okay. Oh, noch einmal 2 Schaden. Keine Sorge, Majestät, das haben wir gleich. Dann kommen wir verbrennen. Ja? Bewohner von Lapisfelde. Wir wissen, wo der Addon verraten. Unsere Streitkräfte wurden überrumpelt und sind daher jetzt extrem unterversorgt. Ich bitte alle, die dazu in der Lage sind, die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Bockmirson des Senec wurde autorisiert, die Sammlung zu beaufsichtigen. Die Spenden müssen vor Ende der Woche zu seiner Mühle gebracht werden. Sonst werden sie zu den bedürftigen Soldaten der Festung von Rossberg gebracht. Bürgermeister Gottsimir. So,
eine Kiste und da hatte ich auch noch. Oh, Geld. Da freut mich das mehr als irgendwie eine Karte für einen Multiplayer-Part. So, Rekrutierungskosten. Damit kann ich auch noch was mit mehr Rekruten nach jedem Kampf. Schon teuer. Außerdem sind Rekruten bisher nicht das Problem. Das Problem ist in erster Linie Gold. Sagen wir, warten mal, bis wir die Soldatenquartiere aufbessern können und dann kann ich noch mal ein bisschen am Deck rumarbeiten. Da sieht man noch ein Nilfgaardischer Jungs aus. Gut, dann können wir jetzt die Verbesserung machen. Ach nein. Tja. So, Soldatenquartiere. Jetzt suchen wir uns als nächstes mit Nilfgaard messen. Und wir können jetzt ein bisschen mehr Limit haben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man sich nicht verschiedene Decks quasi vorspeichern kann, um dann hinterher zu gehen, weil vielleicht will ich jetzt gegen Nilfgaard irgendwas Spezielles machen, also müsste ich, wenn ich nächstes Mal hier das wieder haben will, müsste ich dann wieder alles per Hand wieder umändern. Das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen ungeschickt gemacht. Aber ich glaube, gegen Nilfgaard sind wir mit dem Langschwert besser bedient. So. Gut, ich werde noch langsam mal anfangen, ein paar Sensenkämpfen auszuwechseln. Gegen andere Dinge. Sanitäterin. Zufalls, dass ich die für viel zu zufällig halte, da viel Nutzen von ziehen könnte. So. Der brauchen wir glaube ich auch nicht gegen Nilfgaard, oder? Wir werden wahrscheinlich wieder viele Einheiten haben, da bringt uns wahrscheinlich eher das Horn was als der. Würde auch so ein bisschen Sachen mit Schaden hatten. Ja, für zusätzliche Einheiten kann ich leider nicht rekrutieren, von daher nehmen wir nochmal den Alchemist wieder mit dazu. Hatschfalle. War eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Breitschwert gedacht. Jetzt ohne das Breitschwert kann ich den... Kann nochmal Streuner eindringen, den Versuch. Kavallerie. Dazu. Soll noch weiter dran gearbeitet werden an dem Ganzen hier. Gerade noch keine Ressourcen für. Euer Gnaden! Mewe hörte Renars Ruf hinter sich. Ein Späher ist mit wichtiger Botschaft zurückgekehrt. Die Königin verhielt ihr Pferd und wartete darauf, dass der Soldat zu ihr kam. Der sparte sich alle Formalitäten und kam zur Sache. Herrin, eine schwarze Karawane hält auf uns zu, bis an die Zähne bewaffnet. Angeblich bringt sie Kriegsbeute in den Süden.
Renard erteilte ihm neue Befehle und wendete sich an Mewe. Klingt nach einer Chance, unsere eigenen Truhen zu füllen. Vielleicht, wer weiß, was sie transportieren. Vielleicht Waffen, vielleicht nur irgendwelche Gefangenen. Aber ich finde, wir sollten sie trotzdem angreifen. Oh ja, die Chance müssen wir nutzen, sagte Mewe. Eure Einheit blockiert sie. Gascon reitet mit seinen Männern in den Wald und greift die Flanken an. Und ich schließe die Falle und schlage von hinten zu. Der Plan stand. Mewe gab das Aufbruchssignal. Kurz darauf entbrannte der Kampf. Nilfgaarder stoppten, als sie erkannten, dass der Kampf unausweichlich war. Doch nicht alle gingen in Verteidigungshaltung. Bei jedem Wagen blieb ein Soldat, wendete den Angreifer den Rücken zu und ließ den Blick nicht von der Fracht. Welche Mysterien verbargen sich in den Wagen? Welche Schätze waren so kostbar, dass man sie mitten im Kampf der Selbstverteidigung vernachlässigte? Wenn ich dem Schaden zufüge, füge ich das nach rechts. Beweglich. Und. Ich finde die ziemlich schnell nach rechts bewegen, ehrlich gesagt, mit dem Floren. Aber bei dem Duellieren machen die Einheiten immer sich gegenseitig Schaden. Ich würde zwar meine Einheit in sicheren Tod schicken, aber. Würde das auf jeden Fall relativ schnell nach rechts bewegen. Ansonsten die Streuner-Kavallerie würde das halt auch relativ schnell nach rechts bewegen. Daher. Brauche ich zwei Kavallerie? Ich. Treibt sie in den Hinterhalt! Folgt mir! Kluge Entscheidung! Wir lösen relativ bald den Überfall aus. Hören wir uns mal ein bisschen weiter auf. Ich kann nicht mehr. Orde! Vielleicht auch gerne ausschalten wollen. Machen wir mal Feuer unter den Hintern. Wir sind nah dran, Hoheit. Turian, Igloir! Ihr habt euch Zeit gelassen. Habt ihr mich etwa vergessen? Jetzt! Warum ist das Feuer in der ersten Reihe gerade nicht mehr so gut? Fuck. Und wie hätte ich denn vorher wissen sollen, dass er irgendwelche Einheiten in die erste Reihe spielt? Genau. Das mit den Absprachen müssen wir noch ein bisschen üben. Ach, die Alba-Panzerreiter schon wieder, weißt du was? Alba-Panzerreiter. Kannst mich mal. Jetzt gehörst du mir. Ah,
dass mit den Feiner Eindringlingen hat es nicht so gut geklappt alles. Aber auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial da, wollte ich damit sagen. So, wir können noch ein bisschen hier die Wachen. Ach, die sind alle immer noch unbeweglich. Ich hätte das vorher in die letzte Reihe legen sollen. Außerdem hätte ich zur Armee gehen sollen. Ne, warte. Falsches Spiel. Ja! Ich weiß, dass wir so lange spielen, dass wir die Rüstung durchkommen, aber nur so aus dem Prinzip. Alba! Wir kriegen sie alle! Kriegt das nur Rüstung, wenn ich immer eine Fähigkeit einsetze? Glaube ich zweimal rumschieben. Oder nächste Runde mit der Arbaleste angreifen, wenn ich hier 6 in einer Reihe habe. Angenommen, da stirbt nicht irgendwas, was möglich ist. Tatsächlich nix, hä? Das ist aber so eine Schlaufe hier war. Schütze zu Diensten! So. Setze ich es trotzdem ein. Ich muss hier meine angeschlagenen Spreuner-Kavallerie hinschützen. Ich glaube, die war das, die den als Ziel hatte. Na, wenn die zerstört wird. Weniger schlimm, ich glaube, das ist besser. Kann er nicht mehr nachvollziehen, das müsste ich irgendwie. Nein, aber das wäre die gewesen. Na, schauen wir mal. Und wieder an die Front. Doppelten Schaden? Glaube nicht, ehrlich gesagt. Da gehe ich jetzt den, damit er stirbt und keinen weiteren Schaden mehr machen kann. Feuer, na gut. Ruhe! Oder der Kommissar hört davon! Na gut. Ich raube nur Leichen aus, auch wenn sie manchmal sehr frisch sind. Das war die letzte Steine Kavallerie. Und wieder an die Front. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? Hey, stell dich mir nicht so nett vor. Wie gesagt, rein mit den Zähnen fangen. Ich warte mal noch eine Runde mit Spiel einsetzen. Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Bin nämlich tot. Ich kann es jetzt auch beenden. Wir liegen ja schon vorne, wir müssen jetzt hier nicht noch irgendwas zerstören. Oder? Musste ich hier irgendwas alles zerstören? Ne, ich muss nur die Falle enthüllen, okay. Das musste ich auch nicht, aber... Die Karawane ist unser, Herrin. Na gut. Der Plan war ein Erfolg.
Die Nilfgaarder wurden zermalmt. Als der Staub sich gelegt hatte, riss Mewe die Plane vom nächstbesten Wagen, um zu erfahren, was so sorglich bewacht worden war. Zum Vorschein kamen aber nicht Gold oder Juwelen, sondern schmutzige, verängstigte Leute in Fesseln. Sklaven? Murmelte Renard. Die kostbare Fracht. Sklaven? Welch tolle Zukunft uns das Kaiserreich doch bringt. Mewe befahl, die Leute zu befreien. Es waren Bauern aus Edirn. Sie hatten Kanäle graben und Sümpfe trockenlegen sollen, als Zwangsarbeiter. Ihr seid frei, ihr könnt heimkehren, sagte Mewe. Wenn sie Dankbarkeit erwartet hatte, so hatte sie sich jedoch geirrt. Wohin denn, Herrin? Der Bauer hielt mühsam die Tränen zurück. Sie haben unser Land genommen. Wir haben keinen Fetzen Kleidung, keinen Krumen Brot mehr. Wir sind erledigt. Wenn uns die Soldaten nicht töten, werden es Monster tun. Oder Hunger und Kälte. Die Königin wollte antworten, als sie Gascon hinter sich flüstern hörte. Versprich nichts, denk nach. Dutzende hungrige Mäuler zu stopfen, schwache Leiber zu verteidigen, lahme Beine, auf die wir warten müssen, mitten im Krieg. Dir ist klar, dass du nicht jeden retten kannst. Wir sollten es trotzdem versuchen, auch wenn, klar, noch zusätzlich hungrige Mäuler zu stopfen, ist nicht geil. Was sollen wir machen? Die jetzt einfach hier sterben lassen? Ach, nein. Ich habe angegriffen, um meine Vorräte aufzufüllen, sagte Mewe. Stattdessen habe ich nun noch mehr Mäuler zu stopfen, aber... Nun gut. In diesen bösen Zeiten müssen die Nordlinge einander helfen. Frauen und Kinder in die Wagen. Die Männer marschieren hinten mit. Ich warne euch. Wenn ihr nicht Schritt halten könnt, lassen wir euch zurück. Bewegung! Der Blick der Königin fand den einer alten Frau, der die Soldaten eben auf den Wagen halfen. Tränen der Dankbarkeit strömten über das schmutzige, von Jahrzehnten harter Arbeit gezeichnete Gesicht. Mewe war überzeugt, das Richtige getan zu haben. Ja, zumindest noch. Wir werden wahrscheinlich langfristig da noch einen Preis bezahlen müssen. Ich glaube mal nicht, dass wir die gleichen, wenn wir ins nächste nicht geplünderte Dorf kommen, die da sagen können, okay gut, jetzt bleibt er einfach hier, ja? Weil wir haben noch genug andere Sachen zu tun. Da drüben sieht er auch nett aus. So, okay, dann ist aber auch, glaube ich, hier ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden, hier so auf der Brücke stehend. In der nächsten Folge werden wir uns weiter in Richtung Rostberg begeben, was ich glaube nicht das hier ist, aber ich mag mich irren. Kann es sein, dass das Rostberg ist und das hier irgendwie eine andere größere Stadt ist. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.